Hallo, liebe Leute von ABZ, von Herzen bis nach Norden, von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber Guthalter Le Grüß. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen an diesem Ostermontag und natürlich auch herzlich willkommen zu diversen Games. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal quasi ein bisschen längeren Stream, beziehungsweise einen zweigeteilten Stream, denn wir haben ja schon am Karfreitag mit Oldschool Musical angefangen und ich habe das Gefühl, dass wir roundabout nach 2,4 Stunden bei der Hälfte sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir ziehen das jetzt einfach mal durch und spielen das noch zu Ende. Dann machen wir ein kleines Päuschen, wenn sich das zeitlich überschneidet. Und danach geht es weiter mit Thief. Das ist so der Wegplan, den ich für heute vorbereitet habe, beziehungsweise den ich mir beim Spätstücken ausgedacht habe, wo ich dachte, das könnte vielleicht ganz cool sein. Einen wunderschönen guten Abend, Lucy. Einen wunderschönen guten, oder guten Nachmittag eigentlich eher. Virtual Bread. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ja, was gibt es zu sagen? Wir haben uns durch diverse alte Kultspiele mit Namensveränderungen durchgespielt, haben viele Musik gesehen und sind jetzt quasi in der Zeit angekommen, wo alles so ein bisschen aussieht wie Metal Slug, was so die Neo Geo-Generation ist. Ja, Spätstücken. Ich habe halt nicht früh gefrühstückt, sondern spät gefrühstückt. Also gespätstückt. Andere würden sagen, es nennt sich Brunchen oder Brunchen. Aber wozu gibt es Neologismen, Wortneuerfindungen? Alles eine gute Sache. Kann man mal machen. Ja, wir befinden uns jetzt quasi grafiktechnisch gesehen ungefähr so auf der Höhe von Neo Geo, was ja mehr so die Arcade-Automaten sind. Und dann laufen wir jetzt durch die Gegend und haben eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Ich kann dich auch anders nennen, ist kein Problem, du musst es bloß sagen. So, ja, ich würde sagen, wir gehen dann direkt wieder ins Game rein und gucken mal, wo der Speicherstand uns abgesetzt hat, denn ich konnte das Spiel quasi nicht beenden, ohne Dinge zu überspringen. Das war jetzt ein bisschen sehr seltsam. Ich hoffe, wir haben einen relativ guten Speicherstand erwischt, sodass wir quasi da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Dann würde ich sagen, go, go, go. Ja, habe ich schon gesehen. Swipe ist mega am Start. Ich glaube, ich bin bei 6 Euro im Plus oder so. So, ich hoffe, dass ich ungefähr einigermaßen okay bin mit der Steuerung und mit der Verzögerung. Ich spiele jetzt ja quasi auf einem größeren Bildschirm. Ich habe eine andere Eingabeverzögerung, weil ich jetzt alles an meinem PC spiele und nicht mehr an meinem mobilen Setup. Wenn ich mich entscheiden kann und es für dich ja nicht verkehrt ist, dann ist es auch in Ordnung. Außerdem wäre es eigentlich Quatsch, dich Ant zu nennen, weil dein Name ja Ant not found ist, was heißt, Ant ist gar nicht da. So, ne? So. Dann würde ich sagen, geh mal rein in die Story. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich die ganzen Leute gesprochen habe. Ja, wir sind immer noch in der wunderschönen Metal Slug Welt, wo uns diese wunderschöne Geschichte wahrscheinlich nochmal erzählt wird, damit wir auch wissen, um was es eigentlich geht. Denn irgendwie müssen wir hier rein und ja. Und hier geht's nicht weiter offensichtlich. Dann lassen wir uns doch nochmal als Einführung eine wunderschöne Geschichte von unserem kleinen, großen Weisen erzählen. Chip und Rob, ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Du hast uns nicht gesagt, wie gefährlich der Weg ist. Ja, schon lange keiner mehr hergekommen. Und wie das Sprichwort lautet, nein, nicht schon wieder. Die Wüstenrose blüht sowohl am Gipfel wie auch in den Abgründen trockener Früchte. Ja. Ja, genau. Ich möchte euch dieses Fresko zeigen. Es erzählt die Geschichte von Arcania.
Vor 1000 Jahren florierte das Volk von Arcadia. Es baute Blumen an, es florierte. Das ist ja klar. Seine fortschrittliche Technologie kannte keine Grenzen. Es gab keine Krankheiten mehr, keine schwere Arbeit. Sehr gut. Heißes Land. Da hinten fliegt ein Bus. Dann bemerkte eine Gruppe von Wissenschaftlern, dass einige Signale ihr Universum durchquerten. Die Untersuchung dieser Signale führte zur Erfindung einer Methode, zu anderen Welten zu reisen. Das war das erste Mal, dass die Arcadier Angst bekamen vor dem, was sie taten. Die Leute fragten sich beunruhigt, wohin solche Forschungen führen würden. Also baute die Regierung eine Raumstation, um die Portale zu isolieren, weit entfernt von der Bevölkerung. Jahrelang ging alles gut. Die Forschungsreisenden entdeckten viele unglaubliche Welten. Arcadia war in ein Zeitalter beispielloser Entdeckungen eingetreten. Aber eines Tages war alles anders. Ein Portal öffnete sich nicht wie vorgesehen. Es fing an zu zittern, geriet in Schwingungen. Dann, mit einem grotesken Knall, explodierte es. Plopp. Schwarze Trümmerteile flogen davon und breiteten rasch einen gigantischen Schatten über den Planeten aus. Gnadenlos vernichtete der Schatten jegliches Leben auf Arcadias Oberfläche, weil ohne Sonne keine Blumen blühen. Erschöpft flüchtete der Schatten schließlich in ein anderes Universum, wohin ihm niemand folgen konnte. Er wartete darauf, seine Kraft wiederzugewinnen, um alle Universen, die es gibt, zu zerstören. Warum sollte jemand sowas machen? Er wusste allerdings nicht, dass einige wenige Überlebende es geschafft hatten, rechtzeitig von Arcadia zu entkommen. Diejenigen, die hergekommen sind, haben diesen Tempel gebaut und die Geburt zweier Helden prophezeit. Oha, Abkömmlinge des Volkes von Arcadia, fähig, den Schatten zu besiegen. Die Helden dieser Legende. Tip und Rob. Nun. Das sind wir. Die Helden. Ja, ihr seid die Helden der Legende. Diejenigen, die die Überlebenden aus Arcadia und den Rest des Universums retten werden. Das ist unmöglich. Dann sind wir also auch Arcadia? Ganz recht. Naja, das ist eine unerwartete Wendung, oder? Das Virus, das ihr verbreitet habt, ist nur die erste Phase des Plans für die Rückkehr des Schattens. Es öffnet Risse zu allen Universen. Der Schatten beabsichtigt, alles Existierende zu zerstören. Aber warum hat Mama dem Schatten dabei geholfen? Obwohl sie uns ja zu Helden ausgebildet hat, möchte ich mal an der Stelle sagen, ja? Das ist ein Widerspruch in sich. Ich weiß es nicht, aber ihr müsst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Seht ihr die Tür da drüben? Tatsächlich, eine Tür. Bading, bading, bading. Diejenigen, die diesen Tempel gebaut haben, haben einen Durchgang zur Schattenwelt geschaffen. Gleich hinter dieser Tür. Leider öffnet sie sich nicht. Ja, genau. Energie aus einer antiken Reliquie ist notwendig, um sie zu bewegen. Cleans magische Flöte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das kann ich verstehen. Das muss für euch alles sehr schwer zu verkraften sein. Eure Mutter hat euch hintergangen und das Schicksal des Universums liegt in euren Händen. Nichts leichter als dies. Genau.
Ich lasse euch darüber nachdenken. Redet mit den Dorfbewohnern. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in meinem Haus. Ja, theoretisch brauchen wir das nicht mehr machen. Das haben wir im letzten Durchgang schon gemacht. Aber hey, wir sollten ein wenig mit den Arkaniern reden. Sie könnten uns dabei helfen, alles besser zu verstehen. Klosch Piet wird in seinem Haus auf uns warten. Nehmen wir uns etwas Zeit, um mehr herauszufinden. Der Punkt ist, so hilfreich sind die Arkanier gar nicht. Du verscheuchst noch die Vögel, wenn du so herumrennst. Oh, Entschuldigung. And was taken, was taken. Schön. Dass wir den nicht kriegen, ärgert mich so ein bisschen, ne? Da wohnt unser Kloschpiet. Es spielt keine Rolle, dass unsere Vorfahren den größten Wissenschaftlern im ganzen Universum gehörten. Technologie ist mehr Teil unseres Lebens und die Monster dieser Welt sind eine ziemliche Plage. Neulich ist direkt vor meiner Nase eine Art riesiges grünes Schwein explodiert. Ich wäre fast draufgegangen. Ja, gut. Einfach mal so ein Schwert, was so aus Final Fantasy 7 sein könnte in der Wohnung, ist kein Thema. Das haben wir schon. Ist klar. Ach, hier liegen sogar welche und pennen. Ach, das ist ja witzig. Hallo Tipp, wenn du und dein Bruder euch zwischen den Reisen ausruhen müsst, dann seid ihr hier immer willkommen. Für euch ist das gratis, aber behaltet das bitte für euch. Auf einmal, wenn jeder weiß, dass man Held ist, kostet alles nichts mehr. Sei gegrüßt, Tipp. Ich suche diesen Altar auf, damit wir das Opfer unserer Vorfahren nie vergessen. Klosch Piet hat uns alles über euch erzählt. Kaum zu glauben, dass ihr tatsächlich hier seid. Ja, das war nicht gerade einfach. Unsere Vorfahren haben eure Ankunft vor sehr langer Zeit prophezeit. Sie wären stolz, könnten sie sehen, welchen Weg ihr beschritten habt. Ich glaube, wenn ich das länger mache, wird mir schlecht beim Zugucken. Ich glaube, die können uns auch nicht großartig weiterhelfen. Danke, dass ihr meine Brüder zurückgebracht habt. Ihr habt Guni definitiv davon abgehalten, noch einen Laden aufzumachen, in dem ihr seine Granaten gestohlen habt. Ja, das ist ja gut. Dann haben wir jetzt offensichtlich Granaten. Ja. Das brauchen wir nicht. Unser Volk war einst das größte im Universum und hat Technologien jenseits aller Vorstellungskraft entwickelt. Und dann ist da mein Mann, der sich in seinen Holzkisten versteckt. Mein Bruder ist auch nicht der hellste, aber das macht natürlich andere Qualitäten wieder wett. Vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht habe ich recht. Mr. Holzkiste. Tipp, ich habe auf dich gewartet. Klosch Piet hat uns alles erzählt. Anscheinend reist du mit deinem Bruder von einer Welt zur anderen. Nun, ich dachte, falls du irgendwo mal einen schönen Karton siehst, könntest du mir doch geben. Ich finde, dass du schon genug davon hast. Niemals genug! Niemals! Warum hast du den Stein nach mir geworfen? Warum hast du es nochmal gemacht?
Also gut, das war der dritte Stein. Offensichtlich machst du das mit Absicht. Ja, tue ich. Ja, das hatten wir auch schon. Tipp, kannst du deinem Bruder meinen Dank ausrichten? Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Nach eurer letzten Expedition hat er mir einen ganzen Vorrat an Spinnen, Fledermäusen und unbekanntem Fleisch mitgebracht. Wie wär's mit einer Spinnenbouillon? Bei näherer Betrachtung ist Gemüse gar nicht mal so schlecht. Jetzt existiert mein Name, aber jemand hat ihn weggenommen. I mean, it was taken. Ja, ach so, ja gut, verstanden. Ihr habt so ein Glück, zu anderen Welten reisen zu können. Ich würde so gerne mit euch kommen. Ja. Nun gut. Eventuell kann uns die Lehrerin noch ein bisschen weiterhelfen. Aber nur eine Handvoll Überlebender konnte dem zerstörerischen Chaos des dunklen Schattens entkommen. Sie kamen hierher und gründeten diese Kolonie. Tipp, nicht wahr? Jawohl, gnädige Frau. Diese Leute sind auch eure Vorfahren, die gekämpft haben, um dieses Dorf zu erbauen und unser Volk vor der Ausrottung zu retten. Ich hoffe, wir werden uns an ihrer Größe messen lassen können. Ganz ohne Zweifel. Jeder glaubt an euch. Einfach mal keinen Druck aufbauen. Easy. Tipp. Klosch Piet hat mir erzählt, dass ihr euch endlich das Fresko des Tempels angesehen habt. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, ich bin immer noch etwas geschockt, dass wir da drauf sind. Unsere Vorfahren haben vorhergesagt, dass ihr eines Tages kommen würdet, um unser Volk zu rächen und den Schatten an seiner Rückkehr zu hindern. Und was, wenn sie sich geirrt haben? Vielleicht sind wir gar nicht stark genug, um uns dem zu stellen. Oh, 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 oh. Ihr werdet natürlich der Herausforderung gewachsen sein. Selbstverständlich. Nun gut. Wir haben uns mit ein paar Arkaniern unterhalten. Sie setzen alle sehr große Stücke auf uns und vertrauen darauf, dass wir sie retten werden. I mean, no pressure incoming. Tipp, so sieht man sich wieder. Bist du gekommen, um mich für meine Granaten zu bezahlen? Na, ich hab immer noch kein Geld. Dein Glück, dass du das Universum retten musst, sonst würdest du hier nicht lebend rauskommen. Ups. Nun, dann gehen wir mal zu Klosch Piet und sagen ihm, wir wollen jetzt gehen. Also, wie habt ihr euch entschieden? Naja, also wir gehen weg und lassen das alles so, wie es hier ist. Wir verstehen noch immer nicht alles. Warum Mama uns verraten hat oder warum uns das alles passiert. Aber die ganze Welt verlässt sich auf uns. Also werden wir es tun. Gute Entscheidung. Und wie das Sprichwort lautet, noch ein Sprichwort und wir überlegen es uns anders. Ich werde versuchen, mich zu beherrschen. Ihr müsst Clean finden und seine magische Flöte holen. Ich sende Pompot die Koordinaten eures nächsten Ziels. Viel Glück! Alles klar. Go, go, go. Ihr schafft das, Tip und Drop. Ihr müsst. Und da sind sie auch schon weg. Das wäre vielleicht hilfreich gewesen. Na Mensch, wenn das mal nicht Zelda ist, wa? Wind of the Savage. Ja, natürlich ist es Zelda.
Oh, ist echt kalt hier. Nettes Kostüm, Prinzessin Rob. Na toll. Ich bin es mal wieder, der im unpraktischsten Outfit steckt. Das Schicksal ist grausam. Aber wenn es aus mir eine Prinzessin machen will, dann bin ich eben eine Prinzessin. Auf die Knie vor deiner Prinzessin, Tipp. Wie immer nimmst du deine Rolle ein wenig zu ernst. Also gut, wir müssen wirklich Clint schnell finden. Wir sollten uns auf den Weg machen. Oha, 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 oha. Ah, das ist Pause, okay. Kämpfen die gegen Pinguine? Palmmusik ist auch wieder großartig. Boah, endlich aus dem Schnee raus. Alles klar, Rob? Allmählich gefällt mir mein Outfit, was? Glückspilz, mein Gruberkostüm taugt nicht viel gegen die Kälte. Eier, gehen wir weiter. Irgendwann werden wir schon jemanden finden. Das ist ein geiler Teil. In welche Richtung würdest du gehen, Rob? Ganz klar nach rechts. Gut, wir gehen da links. Großartig. Wow. Deshalb höre nie auf dich. Ab in den Dungeon, Alter. Ballad of the Cool Fish, ah ja. Ja, die Musik ist großartig. Also auch wieder in dem Level super gute Musik. Super gute Musik. Klingt auch gar nicht nach Zelda auf dem Super Nintendo, so gar nicht. Sieht wie ein Altar aus. Genau das! Ihr habt den Tempel des Sumpfes betreten, einer der heiligen Orte dieser Welt. Mein Name ist Maurice. Ich bin der Hüter dieses Tempels. Tip und Rob, wir sind gerade angekommen und ich weiß, ihr wurdet von Klosche Pete ausgeschickt, um Clint zu finden.
Woher wisst ihr das? Oh, ich bin ein großer Weiser, müsst ihr wissen. Kloschpiet und ich kommunizieren manchmal telepathisch miteinander. Ich benötige euch, Prinzessin Rob, und euren kleinen Kobold auch. Ja gut, ich bin nicht klein. Erklär mir die Situation, großer Weiser. Monis ist erwacht. Ah ja. Oha! Er hat im Innern des Tempels des Wassers geschlafen. Also ein riesiger Oktopus. Und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, uns anzugreifen. Er hat seine Armee der Monster ausgeschickt, um die legendären Schwerter zu zerstören. Leider konnte ich meinen Tempel nicht beschützen. Das Schwert des Sumpfes wurde zerstört. Was für ein Albtraum. Falls es ihm gelingt, alle Schwerter zu zerstören, sind wir verloren. Hab keine Angst. Mein Gina und ich werden euch helfen. Treib es nicht zu weit, Rob. Danke, Prinzessin. Durchquert das Königreich bis zum Tempel der Ebenen. Dort findet ihr das nächste Schwert. Beeilt euch! Das Schicksal dieser Welt liegt in euren Händen. Ah ja. Nun. Ah, sag mal, Rob. Prinzessin Rob. Ja, ja, Verzeihung, Eure Majestät. Glaubst du, dass wir das schaffen können? Warum fragst du mich das jetzt? Ja, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir immer nur jede Welt zerstört, die wir besucht haben. Dies ist das erste Mal, dass wir die Möglichkeit haben, die Situation ins Lot zu bringen. Was glaubst du denn, weswegen ich seine Quest angenommen habe? Wir haben vielleicht fehlerhafte Pixel an den Händen. Aber hier können wir tun, was recht ist. Das ist die Gelegenheit, uns reinzuwaschen. Ah, du hast recht. Gehen wir! Na dann, go, go, go! Glaubst du, dass er tot ist? Nein! Monster! Sie sind überall! Das legendäre Schwert ist... Nehmt das Schwert und betretet den Dungeon! Oha! Oh, hier ist es. Natürlich, easy. Gehen wir. Es ist ja großartig. Oh, ein Geist? Ich sehe, hast du das legendäre Schwert bei dir? Das ist Teil des... Nimm stattdessen dieses Schwert des Lichts und bekämpf damit die Moonies. Was? Überall tauchen neue Leute auf. Nimm die Schwert, nimm das Schwert, nimm das Schwert. Das hier ist viel besser. Ist ja wie Zelda. Funktioniert ganz genauso.
mitten im Dungeon einfach. Ah, deswegen. Ist ja gar nicht übertrieben. Ja, nicer Track. Ich glaube, sein Teil ist Sven im Lurk. Zumindest habe ich ihn da vorhin schon gesehen. Ja, Mensch, das war mal ein schönes Dörfchen. Wir haben die Stadt erreicht. Wie schön, mal etwas anderes zu sehen als Wasser und Monster. Definitiv. Wir sollten die Einwohner fragen, ob sie wissen, wo Clean ist. Guten Tag, mein Herr. Alter, wie er aussieht! Guten Tag auch, Winzer, kleiner Kobold. Nenn mich noch einmal so und ich ramm dir mein Schwert in... Ho, ho, ho. Bitte entschuldigt meinen Bruder. Er ist ein wenig empfindlich, was seine Größe angeht. Tipp, du musst dich besser beherrschen, sagt der Jüngere zum älteren Bruder, ist klar. Tut mir leid, Job. Versuchen wir es nochmal. Wie willkürlich sie irgendeine Person einfach aussuchen. Guten Tag, meine Dame. Die Bilder einfach. Guten Tag, Prinzessin. Obacht, da ist ein kleiner Kobold, der uns zuhört. Was? Wir suchen nach jemandem namens Clin. Kennt ihr ihn? Ob ich ihn kenne? Alle Welt weiß hier, wer Clin ist. Dieser dreckige, kleine. Ihr scheint wütend auf ihn zu sein. Er hat hier mal gewohnt, aber wir haben ihn fortgejagt. Jeden Morgen haben wir überall in der Stadt halbierte Hühner gefunden. Ja, man kennt's. Man kennt's. Eines Nachts haben wir mit anderen Einwohnern Wache gehalten. Wir überraschten Clin, als er mit diesem blöden Ausdruck im Gesicht dabei war, Hühner mit seinem Schwert zu metzeln. Wer kennt es nicht? Ist das denn so schlimm? Ihr macht wohl Witze. Es gibt kein schlimmeres Verbrechen, als ein Huhn anzugreifen. Ja, das ist tatsächlich richtig. In Kakariko ist das bei Todesstrafe und so. Wir haben ihn in die Einöde von Godot verbrannt. Weit weg von hier. Ah, danke, meine Dame. Machen wir uns auf den Weg, Tipp. Jetzt sollten wir ihn finden können. Natürlich wissen Sie auch, wo das ist. Das ist wirklich ein zwielichtiger Ort. Sie nehmen das mit der Gerechtigkeit ziemlich genau. Oder sie haben einfach nur ein Problem mit Hühnern. Das könnte natürlich sehr gut sein. Wenn das Link damals passiert wäre, oh Gott.
Was für eine Hitze! Oh, es wird immer schlimmer. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass mein Outfit mich warm hält? Es hält mich immer noch sehr warm. Ganz schön anstrengend, eine Prinzessin zu sein. Sehen wir zu, dass wir Clint finden, bevor du noch in Flammen aufgehst. Und ganz, ganz weit hinten einfach eine Höhle. Klar, Hühner zermetzeln und sie zur Hälfte auf dem Boden liegen lassen, ist Standard. Ja, es ist tatsächlich eine Anspielung an Kakariko aus A Link to the Past. Denn wenn du ganz oft Hühner hochgenommen oder einfach nur mit dem Schwert dagegen gekloppt hast, kamen irgendwann dann ganz, ganz viele Hühner auf dich zu, die dir deine ganzen Herzen geklaut haben. Also, das ist ja nicht so ganz unberechtigt, die ganze Geschichte hier. Ich glaube nicht, dass Clint einfach nur Hühner zerteilt und dann weggelaufen ist. Das ist ja totaler Quatsch. Hühner metzeln und sie dann essen. Das ist ja wenigstens noch okay so. Oh, ein Schild. Wohnstätte von Clint, dem Verbannten. Ach, endlich sind wir da. Sag ich auch mal bei so einem Schild. Das ist ganz klar. Die ganzen, oh nein, die ganzen Tontöpfe sind kaputt. Hm, keine Spur von Clint. Und alles sieht ziemlich verwüstet aus. Das ist Hühnermist. Aber was ist hier passiert? Da liegt ein Brief auf dem Boden. Wir, die Soldaten der Hühnerrepublik, haben Clint als Kriegsverbrecher gefangen genommen. Was? Okay, that escalated quickly. Er soll gefoltert und vielleicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Sie scheinen wütend zu sein. Oh, das hast du aber gut erkannt, Rob. Lang lebe die Hühnerrepublik. Tod den Unterdrückern, Es wird nie aufhören. Es hat keinen Sinn, hier noch länger zu bleiben. Wir müssen mit diesen wütenden Hühnern reden. Als ob einfach. Die Hühnerrepublik. Ja, genau. Was ist das denn? Chicken Army, jawohl! Go, go, go! Vor einigen Jahren öffnete eine Gruppe wissenschaftlicher Hühner ein Portal in andere Welten. Man kennt's! Sie entdeckten, wie man Hühner dort manipulierte, folterte, unterwarf. Hühner anzugreifen, war dort zu einem Spiel, eine Herausforderung geworden. Das gesamte Universum war hinter ihnen her, von Menschen bis hin zu einem elfenähnlichen Kerl mit grünen Klamotten. Deshalb entschlossen sie sich, einen sicheren Zufluchtsort zu erschaffen, wo sie alle in Frieden leben konnten. Klar. Willkommen in dieser Welt. Willkommen in der Hühnerrepublik. Chicken Republic! Drücke eine beliebige Taste. Ja, großartig! Was mit diesem Spiel? Was mit diesem Spiel? Wir sind angekommen. Wir müssen Clint sofort finden.
Hier ist nichts und niemand. Wir sollten herausfinden, ob uns jemand helfen kann. Die Grafik ist ja nice. So ISO-Perspektive und so. Hallo Hühner! Yo! Wer seid ihr? Wir sind Reisende und wir würden gerne mit eurem Anführer reden. Fremde haben keinen Zutritt zur Hühnerrepublik. Na toll, jetzt haben wir es mit rassistischen Hühnern zu tun. Schaut, wir wollen doch nur Clint finden. Vielleicht... Was für eine Katastrophe! Ihr gehört zu diesem Abschaum? Diesem Abschaum? Er hat uns jahrelang gequält, uns erniedrigt. König Fabrice hat ihn in den Kerker werfen lassen. Möge er dort verrotten. Und wo können wir diesen König Fabrice finden? Fremdlinge, ihr seid in unser Land gekommen und eure Seelen stecken voller Hass. Ach ja? Ihr habt den Namen unserer Feinde in unserem Dorf ausgerufen. Wir haben unsere Ketten vor vielen Monden abgelegt. Wir werden uns nicht von zwei Rechtecken in Rüstung einschüchtern lassen. Das ist nicht der Kampf eines einzelnen Huhns, sondern eher der von Tausenden. Von... Too long didn't read. Oh, sorry. Sie haben Pauline getötet. Rob, warum hast du das getan? Tut mir leid. Ich hasse lange Monologe. Ruf die Wachen. Schnell. Nichts wie weg hier. Er hat einfach einen Huhn gekillt in einer Hühnerrepublik. Wie dumm. Haltet still! Das war zu einfach. Wir haben den Befehl, euch zu vernichten. Komme, was wolle. Ah ja? Es ist Zeit, ein paar Nuggets zu machen. Bisschen Final Fantasy Style, oder? Ihr habt meine Schwester getötet. Dafür werdet ihr hundertfach bezahlen. Ja. Gehen wir weiter. Oder ist das mehr Breath of Fire? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe meinen besten Kampfrüstung angezogen. Alle klar, zum Angriff. Go, go, go. Yo, ich habe versagt, mein König, bitte vergebt mir. Ah, Mist. Hey Hühner, es ist doch weit bis zur Burg. Oh ja, das Eierstor ist gar nicht da. Ja, es ist Final Fantasy. Aber warum helfe ich euch eigentlich? Süßes kleines Hühnchen. Ah.
Jawohl. Jawohl. 80% der beiden noch. Huh. Heftig. Eine wochenlange Suche haben Tip und Drop die Burg des Hühnerkönigs endlich gefunden. Wochenlange Suche? Halt! Ihr seid Tip und Rob, die Schlachter. Hast du gehört, Tip? Wir sind jetzt richtig berühmt. Ihr habt die halbe Armee getötet. Wir möchten einfach nur mit dem König reden. Wenn ihr uns durchlasst, wird euch nichts Schlimmes geschehen. Kommt nicht in Frage. Ihr müsst uns erst besiegen. Jawohl. Ihr hättet nur zu fragen brauchen. Natürlich. Oh, geil. Yo, einfach ein Riesenhähnchen. Tip und Rob, die Schlachter. Ja, wir haben bereits von diesem Beinamen gehört. Ihr habt Chaos und Zerstörung angerichtet, um hierher zu gelangen. Was wollt ihr hier? Wir wollen Clint sehen. Er besitzt einen Gegenstand, den wir benötigen. Ihr habt euch also mit diesem Verbrecher verschworen. Na, das überrascht mich nicht. Hört zu, wir sind tausende von Kilopixeln weit gereist, um hierher zu kommen. Eure ganze Armee hat uns die ganze Zeit attackiert, obwohl wir nichts Schlimmes getan haben. Also gut, mein Bruder hat vielleicht einen unschuldigen Dorfbewohner getötet, nachdem wir hier angekommen sind. Das war ein Unfall. Ja, genau, das war ein Unfall. Aber jetzt möchten wir einfach nur 5 Minuten mit Clint reden, mehr nicht. Danach werdet ihr nie wieder von uns hören. Ihr steht für alles, das wir von Anfang an bekämpft haben. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Bossfight! Excusez-moi? Wie könnt ihr es wagen? Ach so, ja klar. Wir sehen uns wieder. Sehr bald. Unsere Armee wird siegen. Ich werde euch vernichten.
Oh ja. Ich habe die Schnauze voll von diesen Hühnern. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Verneigt euch vor mir und ich werde euch verschonen. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ihr solltet es trotzdem versuchen. Wir haben deine halbe Armee besiegt. Das ist das Ende. Oh oh. Oh oh. Boom. The Nefarious Crown. Nice. Warum machst du so Dinger? Pack ein Pflaster drauf. Was ist da los? Warum tust du sowas? Einfach mal zum Brathähnchen verarbeitet. Endlich. Jetzt sind wir diese Hühner los. Hey! Listen! Ach nee, ihr da drüben. Gut gekämpft. Wer bist du? Ich bin Klin. Und ihr seid? Klin. Ach, endlich. Ich bin Tip und das ist mein Bruder Rob. Wir suchen schon seit Wochen nach dir. Seid ihr hergekommen, um mich zu befreien? Ganz und gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur deine magische Flöte. Oh. Und wenn ich sie euch gebe, lasst ihr mich dann frei? Gib uns die Flöte, Klin. Na schön. Sie befindet sich in der Kiste vor der Zelle, wo auch der Rest meiner Besitztümer ist. Ein paar Bomben, ein Bumerang, 27 Kompasse, 32 Dungeon-Karten. Ah, hier ist sie. Nee, ein Eispack, das wird bei einem. Ah, okay. Achso, natürlich. Offene Buch und im Herzinfarkt. Hilft immer, natürlich. Tipp, wir haben es geschafft. Wir können endlich zurück und Klaus Speed aufsuchen. Ah, mit Vergnügen. Wir lassen da einfach. Es gibt kein Huhn mehr in diesem. Ich muss dringend an meinem Verhandlungsgeschick arbeiten. Es ist wirklich niemand mehr in diesem, in dieser Welt. Keiner. Alle tot. Und er sitzt alleine im Gefängnis. Ganz alleine. Da ist nichts mehr. Aber hey. Who cares about Klin? Oh, ist ja herrlich. Was ist das denn? Super Mario? Da hinten ist aber eine Toilette. The Shadow! Ich frage mich gerade. Ob wir wirklich zurück müssen, aber ich glaube nicht, oder? Ach, wie geil, wenn ich in Normal das so und so gespielt habe, bekomme ich gleich für einfach eine Medaille mit dazu? Tatsache. Das ist ja lustig.
So, jetzt machen wir mit der Flöte die Tür auf, oder wie? Ihr habt die Flöte gefunden. Es ist Zeit, das Portal zum Schatten zu öffnen. Seid ihr bereit? Was auch immer hinter dem Portal liegt, ihr werdet ihm gegenübertreten müssen. Gehen wir. Yo. It's a little bit glitchy. Wo sind wir hier? Mutti! Hallo, Kinder! Mama? Oho, du kannst mit Mama aufhören, mein Kleiner! Mein wahrer Name ist Xelivat, Herrscher der Box, der Schatten der Arcania. Oh, Arcanianer, Entschuldigung, bin verlesen. Die ganze Zeit also warst du das. Bist du nicht unsere Mama? Warum hast du das alles gemacht? Nachdem ich Arcania zerstört hatte, brauchte ich Zeit, um meine Kräfte wiederzugewinnen. Ich brauchte 1000 Jahre, um wieder Gestalt zu gewinnen. Dann machte ich mich auf die Suche nach den Arcanianern, die mir entkommen waren. Ich nahm Rache an einer kleinen Kolonie von Überlebenden, die eurer Eltern. Dann gibt es also andere Kolonien? Jetzt nicht mehr! Hoho! Ich nahm euch beide an mich und habe euch aufgezogen, damit ihr mir helfen konntet, mich im ganzen Universum auszubreiten. Ihr habt eure Rolle perfekt erfüllt. Es ist vorbei, Xelivat. Wir werden deiner Existenz ein Ende setzen. Oho! Ihr könnt das Ausmaß meiner Macht nicht einmal ahnen. Ich werde euch zermalmen, Kinder. Ja gut. Oh, das ist hart. Na, Kinder, wollt ihr eure Mama nicht umarmeln? Du bist nicht unsere Mama. Du bist nicht zweiter als ein ordentlicher Haufen Bugs. Ihr werdet nichts ohne mich. Ich habe euch großgezogen, euch gefüttert und außerdem gepeinigt und verraten. Das ist dein Ende, Mama. Alter! Dass das auch auf das Bild geht, das ist so übel. Alter.
Oh. Oh. Rob, jetzt! Ah, cool! Ihr Bande von kleinen... kommen direkt ins Schwitzen. Heftig. Wisst ihr, was das Lustigste daran ist, Kinder? Ihr wart mir völlig egal. Auch noch nach all den Jahren mit euch zusammen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ein Monster wie du nicht wirklich unsere Mutter ist. Hohoho, was für eine Undankbarkeit, Tipp. Ihr solltet mir Respekt erweisen. Bald werde ich über alle Welten herrschen. Du wirst niemals mehr irgendjemandem Schaden zufügen. Setzen wir dem ein Ende. Vögel schwärmen durchdrehen. Ja, geil. Ja, herrlich. Vögel sind doch was Tolles, oder? Deswegen habe ich keine. Oh, 77%. Junge, Junge, Junge. Das war aber auch echt schwer. Errungenschaft freigeschaltet. Virus.exe. Ja, nice. Uff. Uff. Das war stressig. Kinder, ihr seid zu weit gegangen! Nein, wir sind zu zweit gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega. Ihr müsst mir gehorchen. Nein. Wir haben dir unsere ganze Kindheit lang gehorcht, weil wir dachten, dass du uns darauf vorbereitest, Helden zu sein. Jetzt ist die Zeit für uns gekommen, um genau das zu sein. Okay, das ist schlecht geschrieben. Das ist dein Ende, Mama. Ja! Ich kann nicht verschwinden. Na doch. Rob? Wir sind noch am Leben? Sieht so aus. Sie sind zurückgekommen. Ihr habt es geschafft. Ihr seid alle geblieben. Natürlich, ihr habt den Schatten besiegt. Es ist unglaublich. Jeder hat ungeduldig auf eure Rückkehr gewartet. Ihr seid die Helden, auf die alle Welten gewartet haben. Danke, Tip und Rob. Das Leben wurde wieder normal. Rob und ich entschlossen uns, im Dorf der Überlebenden zu bleiben. Diese Leute waren von da an unsere einzige Familie. Wir haben uns schnell an unser neues Leben gewöhnt.
Ein Bankett wie bei Asterix und Obelix. Unsere schwierige Kindheit hatte einem angenehmen und friedlichen Leben Platz gemacht. Ja, geil, der Bart sitzt auch da oben, wie geil. Unter den Sternen lauschten wir den Geschichten unserer Vorfahren. Und zum ersten Mal überhaupt fühlten wir uns wie zu Hause. Or not? Die Leute hinter Old School Musical. Jawohl. Derjenige, der alles entscheidet und jeden anschreit. Nice. Der Meister der Pixel, der nie das tut, was der, welcher schreit, von ihm verlangt. So, ja klar. Derjenige, der 30 Zeilen Code schreiben muss, damit ein blaues Quadrat vor einem roten Hintergrund angezeigt wird. Derjenige, der genau das gleiche macht wie der von eben, aber mehr Haare. Ja, voll gut. Der Hippie, der Djembe spielen kann und Musik komponiert. Ach, Waiponeko hat alles gemacht. Derjenige, der bei seinem Vertrag sehr schlecht verhandelt hat und jetzt für einen Kebab sein letztes Hemd hergeben muss. Ach so, ja klar. Derjenige, der sich die Musik 376.400 Mal angehört hat, um den richtigen Stelle zu platzieren. Ja, als ob. Derjenige, der mit der Entwicklung dieses Spiels nicht das Geringste zu tun gehabt hat. Mhm. Diejenigen, die dafür bezahlt werden, auf Facebook und Twitter herumzuhängen. Jo. Diejenigen, die nur deshalb eingeladen wurden, weil sie wissen, wie man Spaß hat. Na, geil. Oldschool Musical wurde dank euch und eurer Unterstützung ins Leben gerufen. Danke fürs Spielen und sorgt dafür, dass es sich herumspricht. Macht das bitte. Macht dieses Spiel bekannt. Auf jeden Fall. Ein gutes Game. Hey, du bist noch da? Und die Geschichte? War sie gut? Oh ja, schon. Es war eine echte Herausforderung, alles nachzuerzählen. Nun, fast alles. Genau genommen haben wir sogar einen ganzen Abschnitt übersprungen. Erinnerst du dich noch daran, wie wir nach dem Hühnerkönig gesucht haben? Ja, das hat Wochen gedauert. Das hat länger gedauert als erwartet. Sehr viel länger als erwartet. Es ist Zeit, dir alles zu erzählen, was wirklich passiert ist. Oha! Tip und Rob haben nach der Burg gesucht, in der Clint gefangen gehalten wird. Well? Die Armee des Hühnerkönigs ist in Stellung gegangen, um die Straße zu sperren. Diese Geschichte erzählt ihre blutige Reise. Chicken Republic, the untold story from Old School Musical. Was ist das? Was? Ein 20-minütiges Abenteuer, Alter. Ja, normal, go, go, go.
Die Musik! Als ob sich die Pfeile drehen. Alter. Was zum? Wow, was zum Henker war das? Aber 81%, immerhin. Was zum Henker war das gerade? Alter! Dass sich die Pfeile drehen, dass da so Glitches kommen, das macht's ja überhaupt nicht schwieriger. Gar nicht. Rupf sie dir alle, jawoll. Was? Die Hühner, wie die aussehen. BTF!
Alter. Okay. Wow. Uff, das ist ja super anstrengend. Das ist ja super anstrengend. Crow. Crow, 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 Crow. Crow und Hühnchen. Alter, das ist. Das tut schon ganz schön weh. L, das spielt die Flöte. Ja, go, go, go. Als ob ich. Das ist ja schlimmer als das ganze Spiel vorher. Alter Schwede. Aber ich glaube, den Track hatten wir schon, weil der kommt im regulären Spiel auch vor. Ist das gerade kleiner geworden? Was? Mann, oh Mann, oh Mann.
Ah, Zelda, ganz klar. Wow, wow, wow. Alter Schwede, Alter. Ja, das ist ja kein Problem. Das wird ja auch nicht viel schwieriger oder so. Alter. Ja, go, 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 nächste Strecke. Ihr seid nicht bereit. Okay. Ach, da steht sogar, was drin vorkommen kann. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Oben die Teile. Ah, okay. Ah, es ist Glitch mit drin. Das ist nicht cool. Und go! Jo! Huh! Ja, solange es über 80 ist, alles cool. Oh, alter Schwede. Next, next, next. Danke, okay. Thank you.
Klingt so ein bisschen nach Zirkus. What? Das war jetzt zum Schluss wieder komplett durch. Mit dem kleiner und größer werden, sogar beim Rhythmus, Alter. Das war ja so kaputt gerade. Mann. Ich will das Spiel jetzt auch. Ja, ist doch schön, wenn man da begeistern kann. Ist doch super. So, weiter. Hühnchen, go, go, go. Sur la planche. Gut, dass mein Französisch so eingerostet ist, dass ich nicht weiß, was es bedeutet. Was? Oh, hoffentlich geht das nicht die ganze Zeit so. Ist halt mega anstrengend. Alter. Oh.
Was? Was ist das für ein geiler Effekt? Er sieht geil aus, so, ne? Aber es macht es auch echt schwieriger beim Spielen. Wow, einfach nur wow. Was für Effekte einfach. Oh, 66%, da habe ich ja richtig daneben gehauen. Puh. Puh. Das ist ja, also müssten wir ja eigentlich nochmal machen. Ja, das, den Song hatten wir doch auch schon. Romeo Oscar Bravo. Rob. Achso, klar. Spielen wir jetzt alle Songs nochmal durch? Hat das irgendwo nochmal ein Ende? Alter! So wie zum Thema eine 20-minütige Reise, Alter. Das ist ja unfassbar. Sind das nochmal alle Titel, die da drin sind? Bloß als Hühnchen? Als ob der ganze Bildschirm wabert. Was? Alter. Das ist ja fürs Auge überhaupt nicht anstrengend.
Wow, das war überhaupt nicht anstrengend. Alter! Oh, da fängt man überhaupt nicht an zu schwitzen. Das ist ja. Alter Schwede. RIP-Headphone-Users. Ups. Ich habe keine gute Vorahnung. Aber hey, let's go. Okay, das war zu viel Sonne. Ja, ging. War ein bisschen chiptunig-lastig und so, war aber ganz cool. 71, das war auch echt. Puh. Ja, gut. Das ist schon neue Musik, okay. Also, es ist halt nicht das gleiche. Es klingt halt bloß so ähnlich. Hat da wahrscheinlich irgendwelche Varianten drin. Heftig, heftig, heftig. Ja, komm, einer geht noch. Ha, 10! Das ist erst der Anfang. Ja, gut.
Was? Oh geil. Guter Part. Geil. Geiler Song. I'm just vibing hier. Ja, Mann. Guter Song. Fireworks and Fireflies. Fireworks and Fireflies. Yo. Alter Vater, das war schön. Das war sehr schön. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, na komm, okay, wir haben noch so viele Level vor uns. Das ziehen wir auch durch. Aber nicht heute. Oh, das ist ja ein schöner Anfang. So, das werden wir auf jeden Fall machen. Nur eben nicht mehr heute. Vielleicht mache ich das so, dass ich irgendwie vor Thief nochmal eine Stunde OSM spiele, aber wir ziehen das auf jeden Fall durch. Ja, ich würde sagen, so, dass ich irgendwie um 17 Uhr vielleicht anfange oder so, dann machen wir 1 bis 1,5 Stunden OSM, dann geht's mit Thief weiter. Ich mache jetzt eine kleine Pause von ungefähr einer vierten Stunde oder so und dann geht's um 18.30 Uhr ganz regulär weiter mit Thief. Ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt zugeschaut haben, auch an allen, die im Chat aktiv gewesen sind. Und auch alle, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Und ich hoffe, dass das für euch eben auch so wird.
Entweder sehen wir uns gleich bei Thief, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann oder bis gleich. Ciao.